Ohrenbetäubender Lärm, Verwirrung und eine hektische Flucht. Dieser Clip wird von Social-Media-Nutzern zusammen mit der Behauptung verbreitet, dass es sich bei dem Mann um den Außenminister Saudi-Arabiens handle, der bei einem Besuch der chinesischen Botschaft in Riad evakuiert wird, nachdem Knallfrösche gezündet wurden. Das angeblich aktuelle Video wird von tausenden Nutzern geteilt und kommentiert. Doch was hat es damit auf sich? Ist das Video wirklich echt? Das Video ist nicht aktuell und zeigt auch keinen Vorfall mit dem saudi-arabischen Außenminister an der chinesischen Botschaft in Riad. Der Clip entsteht 2019 im Rahmen der 5. Gulf Defense Aviation Ausstellung und Konferenz in Kuwait und zeigt eine Scheinmilitärübung. Uploads des Videos und andere Aufnahmen der Aktion aus dieser Zeit machen deutlich, dass es sich um keine aktuellen Bilder handelt. Den Faktencheckern der Nachrichtenagentur Reuters gelingt es, den genauen Aufnahmeort des Videos zu ermitteln. Der Clip entsteht vor dem Kuwait International Fairground Messegelände. Der Fall zeigt, wie einfach ein Video durch das Hinzufügen eines irreführenden Begleittextes aus dem Kontext gerissen werden kann. So wird aus einer Scheinmilitärübung in Kuwait aus dem Jahr 2019 angeblich ein aktueller Vorfall mit Knallfröschen in Saudi-Arabien.